Die Museumsinsel. Das Herzstück der Schatzkammer Berlin. Voller kostbarer Objekte aus aller Welt. Sie geben Antworten auf die großen Fragen der Menschheit. Und auf die ganz alltäglichen. Was war die erste Frage, die Sie sich heute Morgen vor dem Spiegel gestellt haben? Etwa, wie sehe ich heute aus? Gut? Doch was empfinden wir als schön? Und warum? Was ist Schönheit? Umweht von der Aura der Vollkommenheit, hält Nofretete Hof in Berlin für Bewunderer aus aller Welt. Wie einst in ihrem Weltreich am Nil, als Inbegriff der Schönheit. Nofretete heißt so viel wie die Schöne ist gekommen oder die Vollkommenheit ist da. Und da kann man ja sagen, wenn man sich die Büste anschaut, Name ist Programm. Sie hat diesen langen Hals, diese ganz zarten Wangen, diese so ein bisschen eingefallene Wangen, dann dieser einfach unglaubliche Lippenschwung. Der erste Blick auf die Büste würde ja sagen, ach, da hat jemand einen wunderbaren Pinselstrich, diese Augenbrauen aufgesetzt. Nein, das sind einzelne kleine Haare. Fast 3.500 Jahre hielt Nofretete Schönheitsschlaf im ägyptischen Wüstensand. Und erwachte gerade im rechten Moment. Denn Schönheitsideale sind vergänglich, wie die Schönheit selbst. Diese Faszination, die traf natürlich in der Zeit, in der sie gefunden wurde, 1912, dann zum ersten Mal ausgestellt, 23. Diese Filmidole, diese Schönheitsidole auch der damaligen Zeit, da passte Nofretete zu 100% hinein. Wären unsere Idealbilder die des Barock, dann wäre sie vielleicht gar nicht so bedeutend. Denn so eine Rubens-Schönheit ist sie nun nicht, sondern eben eher eine Greta Garbo. Und so hatte Nofretetes Rückkehr ins Rampenlicht Hollywood-reifen Glanz. Denn die ganze Welt war 1923 vom Ägyptenfieber ergriffen. Gerade erst hatte der englische Archäologe Howard Carter den Grabschatz Tutanchamuns entdeckt, dessen unglaubliche Pracht auch eine Vorstellung davon vermittelt, in welchem Prunk Nofretete gelebt und geherrscht haben muss. War sie doch Tutanchamuns Schwiegermutter. Ihre heute weltberühmte Büste kam allerdings ganz unglamourös in den Ruinen einer Werkstatt in Amarna am Ufer des Nils ans Licht. Zu Nofretetes Lebzeiten dürfte es dort ähnlich zugegangen sein wie heute hier, in der Gipsformerei in Berlin, wo originalgetreue Museumskopien von Nofretete angefertigt werden. Könnten diese Lippen sprechen, würden sie wohl die Geschichte einer Revolution erzählen, die die Weltsicht der Ägypter von Grund auf veränderte. Eine Revolution, an deren Spitze sie gemeinsam mit ihrem Gatten Pharao Echnaton stand und nach der auch der Schönheitssinn der Ägypter nie mehr derselbe sein sollte. Denn in der Kultur des alten Ägyptens gab es traditionell zahlreiche Götter, die das Diesseits wie das Jenseits beherrschten. Bisher.
Echnaton hat die Vorstellung gehabt, dass es nur einen einzigen Gott geben kann und dass dieser Gott das Licht ist. Und dass nur das Licht die Kraft hat, Leben zu schaffen. Diesen Sonnengott hat er Aton genannt. Es entsteht so eine Art Triade. Der Schöpfergott, Aton, das Licht und dann dieses göttliche Paar, Echnaton und Nofretete. Und deshalb hat Nofretete so einen ganz besonderen Stellenwert. Die Gebete der Beamten, der Bevölkerung, der Priester, die gehen eigentlich auch alle über dieses göttliche Paar an den Aton. Und das war natürlich schon ein radikaler Bruch mit den Vorstellungen, die Jahrtausende lang Ägypten begleitet haben. Das Pharaonenpaar inszeniert sich nun als kinderliebende Familie auf der Sonnenseite des Lebens. So hatten die Ägypter ihre Herrscher bislang noch nicht gesehen. Diesen fundamentalen Wandel der Gesellschaft zum Monotheismus spiegelt die Kunst wider. Doch ihre letzten Mysterien gibt diese Revolution bis heute nicht preis. Da können wir Ägyptologen im Endeffekt auch nie eine befriedigende Antwort geben. Wir können ihnen nicht sagen, wie und warum man wirklich jetzt in dieser Radikalität auch den Menschen anders darstellt. Dass nun Porträts entstehen, die eben ihresgleichen suchen. An Unmittelbarkeit, an Schönheit. Und aus dieser Spätphase stammt die bemalte Büste der Königin Nofretete. Spiegelt sich in Nofretetes stolzem Blick nicht der Mut, die Dinge mit neuen Augen zu sehen? Und ist sie uns Menschen der Moderne vielleicht deshalb so nah, ihrer scheinbaren Unnahbarkeit zum Trotz? Echnaton und Nofretete lenkten den Blick der Ägypter vom Jenseits auf das Diesseits, von der Unterwelt zum Licht. Ob wir nun Sonne, Mond und Sterne für Götter halten oder nicht. Die Fragen, scheint morgen die Sonne? Und wie wird das Wetter? Sind wahrlich ein alter Hut. Wenn man den Raum betritt, dann geht es mir noch so, dass mir ein Schauer über den Rücken läuft, dass man denkt, oh, das ist pure Magie. Eigentlich so ein Objekt, was man sich überhaupt nicht ausdenken könnte. So etwas kann es ja gar nicht geben. Ich weiß nicht, welche Assoziationen Sie haben. Ich habe ganz viele Gruppen, die denken so zuerst an Harry Potter, an Zauberhüte. Und das ist, wie wir sehen werden, gar nicht so falsch. Das Ganze ist pures Gold und eine wahnsinnig handwerkliche Meisterleistung. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ich habe mal einen kleinen Würfel mitgebracht. Dieser Würfel hier, der hat 3 cm Kantenlänge. Wenn wir den Goldhut einschmelzen würden, was wir sicher nicht machen, dann kommt so viel Gold davon raus. So einen Hut hat nur jemand, der wirklich auch über geheime Dinge Bescheid weiß. Nun ist natürlich die spannende Frage, was bedeuten diese Ornamente? Enthält dieser Hut Hinweise auf Sommersonnenwenden, die Wintersonnenwenden, die Frage von Frühlingsbeginn, von Aussaat, all das, was man letztlich durch Himmelsbeobachtung konkret vorhersagen kann. Und offensichtlich ist die Erfassung von solchen Himmelsgeschehnissen unglaublich wichtig. Also die präzise Vorhersage kann über das Wohl und Weh entscheiden. Um die dann vorhersagen zu können, brauche ich umfangreiches Wissen. Und es muss von Generation zu Generation weitergegeben werden. Nur dann kann ich solche Himmelsgeschehnisse auch wirklich erfassen. Man ist davon abhängig, man verehrt es und man beschwört es. Also all das geht da zusammen und all das könnte auch in diesem Goldhut stecken.
Hier haben wir nun ganz viele technische Details des Berliner Goldsuits im Röntgenbild. Wir haben tatsächlich Aberdutzende von Röntgenaufnahmen gemacht. Wir haben Filme zugeschnitten und bis in die Spitze des Goldhutes hinein Stück für Stück, Partie für Partie durchgeröntgt und finden keine Naht. Man muss sich das vorstellen, dass es ein großes sogenanntes Amboss-Horn gibt, auf dem sukzessive dieses Gold aufgeschoben wurde. Und die Kunst dabei ist, dass der prähistorische Goldschmied aus diesem wenigen Gold ja schlussendlich am Ende des Hutes noch die Hutform und die Krempe formen muss. Das ist das Unglaubliche. So, hier sieht man nun ganz schön, wie das Gold vom Hut kommend umgelegt wurde und horizontal herausgeführt wird in die Krempe. Also wirklich alles aus einem Stück gearbeitet? Alles aus einem Stück. Wie wird eigentlich das Wetter? Wie entwickelt sich das Klima? Unsere Vorfahren blickten bei der Planung von Aussaat und Ernte wohl auf den Träger des Goldhutes, in dem Glauben, er könne die Zeichen des Kosmos deuten. Ein Astronom, ein Klimaforscher, ein Meteorologe, ein Magier eben. Die Schatzkammer Berlin. Die Berliner staatlichen Museen sind Tempel der Schönheit und moderne Forschungszentren zugleich. Aber sie sind auch ein Hort unendlich vieler Geschichten. Doch wie begann ihre Geschichte? Am Anfang steht der Plan, die Schätze der Kunstkammer der preußischen Könige erstmals der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dafür schafft Karl Friedrich Schinkel 1830 ein architektonisches Meisterwerk. Einen klassizistischen Tempel der Kunst, den König Friedrich Wilhelm III. Zum Studium der Altertümer jeder Art sowie der freien Künste stiftet. Nachdem Berlin 1871 zur Hauptstadt des neu gegründeten Deutschen Reiches aufgestiegen ist, sollen auch die Museen den neuen Status als Großmacht repräsentieren. Unzählige archäologische Expeditionen werden in alle Welt gesandt. Die Funde bereichern heute die Sammlungen und unser Wissen um ferne Kulturen und hinterlassen oft schmerzhafte Lücken in deren kulturellem Erbe. Ist der Besitz aller Objekte rechtmäßig? Die Klärung dieser Frage bleibt eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben der Museen. Das 19. Jahrhundert begegnet Kunst und Kultur mit anderen Fragestellungen als wir heute. Und mit einem universellen Forscherdrang, der die Sammlungen rasant anwachsen lässt. Eine Museumsgründerzeit bricht an. Dem Alten und dem Neuen Museum folgt 1876 die Alte Nationalgalerie, die heute Gemälde und Skulpturen des 19. Jahrhunderts zeigt. 1904 wird das Bode-Museum eröffnet, das heute die Skulpturensammlung, das Museum für byzantinische Kunst und das Münzkabinett beherbergt. Antike Monumentalbauten wie der Pergamonaltar oder die babylonische Prozessionsstraße finden seit 1930 gleich nebenan Raum im Pergamonmuseum. Heute eröffnen die 19 staatlichen Museen sowie Bibliotheken, Archive und Forschungszentren in ganz Berlin ein einzigartiges Panorama der Menschheitsgeschichte.
Sie machen Berlin zu einem Schmelztiegel der Kulturen. Auch über Epochengrenzen hinweg. Mit etwa 5,3 Millionen Museumsobjekten ist diese Schatzkammer Berlin eine der fünf großen Universalsammlungen der Welt. All ihre Einrichtungen gehören zu einer Institution mit einem etwas sperrigen Namen: Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das Einmalige an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist, dass sie wirklich herausragende Sammlungen aller Sparten der kulturellen Überlieferung von der Steinzeit bis in die zeitgenössische Kunst an der Schnittstelle zwischen Kunst und Kultur einerseits und Wissenschaft und Forschung andererseits unter ihrem Dach vereinigt. Hermann Partzinger, der Präsident der Stiftung, ist von Haus aus Archäologe. Ein ungelöster Kriminalfall aus der Bronzezeit lässt ihn nicht los. Die Spur führt in dieses beschauliche Tal in Mecklenburg, unweit Berlins, an den idyllischen Fluss Tollense. Allerdings ist die Fährte schon ziemlich kalt, denn sie ist etwa 3300 Jahre alt. Fast so alt wie Nofretete. Die Spurensicherung für das Ausgrabungsteam um Thomas Terberger und Detlef Jansen dementsprechend schwierig. Tauchgang in die Vergangenheit. Eskalierte hier in der Bronzezeit ein Konflikt zwischen ortsansässigen und zugewanderten Bevölkerungsgruppen? Wurde er gar mit professionellen Armeen ausgetragen? Es ist ja so schwierig, historische Ereignisse in ihrem archäologischen Niederschlag zu entdecken. Und dafür ist Tollense wirklich ein ganz, ganz faszinierender Fundplatz. Der Funde, Pfeilspitzen aus Bronze, die fremd sind in der Region, die Knochen, die ganz klaren Hinweise an den Knochen auf Kampfspuren, lässt gar keinen Zweifel, dass es das älteste bekannte Schlachtfeld der Weltgeschichte ist. Das ist das Faszinierende, dass wir in dieser Anonymität der Prähistorie plötzlich wirklich historisch agierende Menschen und Menschengruppen fassen können. Und das ist super spannend. Wir haben inzwischen vier dieser Goldringe aus dem Tollensetal. Mhm. Das kann natürlich ein Anhaltspunkt sein, dass wir hier auch Angehörige einer gewissen Elite vor uns haben, die auch an diesen Ereignissen beteiligt waren. Durch die Experimente, die wir mit Nachbildungen gemacht haben, wissen wir eben, dass die Feuerstein-Pfeilspitzen mindestens genauso effektive Waffen waren wie die Bronze-Pfeilspitzen. Das ist sozusagen das Paradestück. Und man hat sie wahrscheinlich gleichrangig benutzt. Ein wunderschönes Stück. Wir rechnen hier damit, wenn wir sagen, vielleicht bei einer solchen Auseinandersetzung mit Pfeil und Bogen kommen vielleicht 20-25% der Personen, der Kämpfenden, zu Tode. Dann sprechen wir hier über 2.500 Leute mindestens, die beteiligt waren. Es können auch 4.000 gewesen sein. Das entspricht nicht dem Fundbild, was wir bisher hier vom Norden hatten aus dieser Zeit. Das hat mich immer fasziniert. Das ist, ich meine, das älteste Schlachtfeld, was man überhaupt kennt. Ein paar Quadratmeter davon kann der Besucher des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Augenschein nehmen. Das ist eine Abform von einer Grabungsfläche. Das ist ein 3D-Scan, den wir ausgedruckt haben. 3D-Scan, okay. Also es geht ja wirklich heute echt klasse gut. Ist ja wahnsinnig dicht, wie das alles liegt. Unglaublich. Ein irrer Fundplatz, ne? Und jetzt hat man hier einfach mal wirklich das älteste Schlachtfeld, was man überhaupt kennt. Unglaublich.
Wo wird schon an einem über 3000 Jahre alten Fall ermittelt, außer in Museen? Was einmal im Museum ist, hat seinen Bestimmungsort für die Ewigkeit gefunden. So denkt man vielleicht. Die Monumentalbauten des Pergamonmuseums haben einst das Bild ganzer Städte geprägt. Das Markttor von Milet, der Pergamonaltar, die babylonische Prozessionsstraße. Seit 1930 sind sie die größten Publikumsmagneten der Museumsinsel. Doch es zeigt sich, sie sind sensible Giganten. Eines unserer wichtigsten Objekte ist ja die Rekonstruktion des Ishtar-Tors und der Prozessionsstraße aus Babylon. Und da sind wir eben mit dem Racken-Forschungslabor in einem gemeinsamen Projekt, wie wir den Lichteinfall so steuern können, dass keine Verfärbungen an den Originalglasuren entstehen. Ich hätte sehr gern blau gemessen. Okay. Und was mich interessieren würde tatsächlich, ist, ob das Blau hier auf den Ziegeln dasselbe Blau ist wie auf den Tieren. Markus Hilgert ist verantwortlich für die weltberühmten antiken Objekte Vorderasiens im Pergamonmuseum. Gleichzeitig leitet er das Zentrum für digitale Kulturgüter. Wie lassen sich die altehrwürdigen Museen für die virtuellen Welten des digitalen Zeitalters öffnen? Der hier einen Röntgenstrahl kreiert, den man dann auf das Objekt richtet, in dem Fall also hier die blaue Glasur oder auf dem Tier oder auf dem Stier oder daneben. Und dann gibt es hier einen Detektor, der dann die von dem Objekt reemittierte Röntgenstrahlung sammelt. Was ja das Museum unterscheidet vom universitären Raum, ist die Tatsache, dass sie an einem Museum tatsächlich mit den Objekten selbst umgehen, aber auch für diese Objekte sorgen müssen. Das heißt, die Museumsforschung ist immer sehr viel vielgestaltiger als die rein universitäre Forschung, die sich über die antiken Verwendungszusammenhänge oder Bedeutungszusammenhänge von Objekten Gedanken macht, weil es dann hier Objektkompetenzen gibt, die so in dieser Form an Universitäten auch nicht gelehrt werden können. Schickst du mir eine E-Mail? Alle moderne Forschung beruht darauf, Wissen aufzuzeichnen und auszutauschen. Und somit auch auf solchen Tontäfelchen. Sie sind frühe Zeugnisse einer der folgenreichsten Erfindungen der Menschheit, der Schrift. So einschneidend ist dieser Entwicklungsschritt, dass Historiker die Zeit davor als prähistorisch bezeichnen. Nun schreibt die Menschheit Geschichte. Es ist schwer zu sagen, wer die Schrift erfunden hat, wer also als Erster auf diese geniale Idee gekommen ist. Was wir aber sagen können, ist, dass in Mesopotamien beispielsweise um die Mitte des 4. Jahrtausends vor Christus zum ersten Mal auf Ton geschrieben wird. Es formieren sich größere Städte, die die Notwendigkeit hatten, Ressourcen zu verwalten und zu kontrollieren. Und die erste Anwendung, das erste große Anwendungsfeld der Schrift und der Schriftlichkeit ist die Verwaltung von Gütern. Rollsiegel sind ja die altorientalische Unterschrift. Also wenn ein Dokument beglaubigt werden soll, dann macht man das nicht mit seiner Handschrift oder mit seiner Unterschrift, sondern das Rollsiegel wird abgerollt. Das heißt, das Rollsiegel steht für die Person und damit eben auch für die Überzeugungen der Person. Die Bildszene, da wird vor eine thronende Gottheit der Besitzer des Rollsiegels eingeführt von seiner persönlichen Gottheit. Und da tauchen wir gewissermaßen ein in die Vorstellungswelt des Alten Orient. Im Alten Orient ist das, was hier in der Welt existiert, letztlich nichts anderes als die Manifestation des göttlichen Willens oder die irdische Form eines göttlichen Plans.
mag dieses Siegel so sehr, nicht nur, weil es ein schöner Stein ist, sondern weil man eben auch sehr schön erkennen kann, wie gut das Siegel ausgearbeitet ist. Also was wirklich besonders ist, ist die Keilinschrift. Wenn man das gegen das Licht hält, dann kann man das sehr, sehr genau lesen. Bursin, dann Lugal Kalaga, Lugal Kiengi Kiuri, also der starke König, der König von Sumer und Akkad. Und dann Lu Enlila Dubsa, also Lu Enlil, der Schreiber, der Sohn des Lugal Esem, ist dein Diener. Das heißt, er bezieht sich zurück auf den Herrscher. Und das ist mit einer unglaublichen Feinheit in den Stein gebracht worden. Dieses fingergroße Rollsiegel zeugt von zwei Medienrevolutionen: der Erfindung der Schrift und eines Druckverfahrens. Etwa 25 Millionen Schriftzeugnisse, Druckerzeugnisse und elektronische Medien verwahrt die Staatsbibliothek zu Berlin. Auch sie gehört zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Unter ihren Schätzen befindet sich der Nachlass eines intellektuellen Abenteurers, der bis an seine physischen Grenzen ging, um der Natur ihre Geheimnisse abzuringen. Alexander von Humboldt. Mit welcher Geisteshaltung begegnen wir fremden Kulturen? Als erster Europäer zog Alexander von Humboldt nicht aus, die Welt zu erobern, sondern sie zu erforschen. Jedes Detail seiner Reise hielt er fest, in seinen Tagebüchern. Fototermin in der Staatsbibliothek für diesen besonderen Schatz der Handschriftensammlung. Also wir könnten diesen Stapel noch so ein kleines bisschen, weil hier so ein freier Fleck ist, noch ein kleines bisschen reinrücken. Das ist das noch rein. Ein bisschen rein, ja. So. Ich glaube, so ist gut. Man kann ganz gut erkennen an den Tagebüchern hier, so auf dieser Seite, dass das eigentlich zusammengebundene Hefte sind, einzelne Hefte. Könnte man auch noch mal aufklappen. Man kann sagen, dass er wirklich Zeit seines Lebens mit diesen Tagebüchern noch gearbeitet hat. Auf dieser Seite beginnt die Beschreibung der Fahrt auf dem Orinoco. Hier ist eine kleine Skizze des Orinoco zu sehen. Also die Zettel sind ja eigentlich die Vorläufer unserer kleinen Klebezettel, ja, die wir haben. Der Gelb, er ist eigentlich da auch genau, noch voran gewesen. Ja? Ne? Die Post-its genau. Hat er das, eigentlich schon erfunden gehabt. Ja, das hatte er schon. Ne? Und hier sieht man das, was Humboldt auf dieser Reise wirklich interessiert hat, nämlich Messungen durchzuführen. Man versuchte aus Messungen die Entstehung des Lebens kennenzulernen. Nicht? Es war alles vor Darwin, das darf man nicht vergessen. Bei diesem Fischbild ist ganz typisch, dass das eines der Blätter ist, das aus den Tagebüchern rausgeschnitten worden ist. Man kann auf diesem Fischbild auch sehr schön sehen, dass Humboldt sehr gut zeichnen konnte. Ganz hervorragend. Na, nicht? Ich hätte gern den Fisch noch etwas nach rechts. Also wenn wir dieses Blatt noch ein Stück nach rechts versetzen können, dass ich mehr von den Rücken sehe. Das ist zu weit, ein bisschen zurück. Ja. Ich denke mal gerne darüber nach, was hätte Humboldt gemacht, wenn er schon ein Fotoapparat gehabt hätte. Sicherlich hätte er ihn mit in den Dschungel an den Orinoco genommen. Doch statt einer Kamera hat Humboldt stets Feder und Tinte zur Hand. Die Filmbilder heutiger Ethnologen belegen die phänomenale Beobachtungsgabe Alexander von Humboldts. Für die Veröffentlichung schmückt Humboldt die eher nüchternen Tagebuchpassagen etwas aus. Das Glück wollte, dass wir einen alten Indianer trafen, der eben damit beschäftigt war, das Kurare-Gift zu bereiten. Man schabt mit einem Messer die Rinde des Mavacura ab. Sie wird in einen Trichter aus einem tütenförmig aufgerollten Bananenblatt geschüttet, das in einer anderen, stärkeren Tüte aus Palmblättern steckt.
Man macht einen kalten Aufguss. Das durchsickernde Wasser ist die giftige Flüssigkeit. Ich weiß, sagte der alte Indianer, die Weißen verstehen die Kunst, das schwarze Pulver herzustellen, bei dem das Üble ist, dass es Lärm macht und die Tiere verscheucht, wenn man sie verfehlt. Das Curare ist besser, da es ganz leise tötet. Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. In diesem knappen Satz fasst Alexander von Humboldt die humanistische Summe seines Forscherlebens zusammen. Ja, so ist es sehr schön. Das sieht gut aus. Ja. Wie können wir die Welt und ihre Ressourcen erschließen und doch im Einklang mit ihr bleiben? In der Schatzkammer Berlin finden sich dazu viele eindrucksvolle Lösungen aus den verschiedensten Epochen und Weltgegenden. Einst verehrten wir Menschen die Naturkräfte als Götter, wie die Azteken den Sonnengott, dessen Darstellung Alexander von Humboldt aus Mexiko nach Berlin brachte. Im Humboldt-Forum sollen Objekte aus verschiedenen Kulturen in einen Dialog treten, um die Welt als Ganzes zu verstehen. Der Ort allerdings sorgt für Kontroversen. Das wiederaufgebaute Stadtschloss weckt auch Erinnerungen an die deutsche Kolonialzeit. Eine spannende und spannungsreiche Auseinandersetzung mit den Objekten ist programmiert. Manche zeugen von genialen Erfindungen, deren Leistung erst modernste Technik wieder erreicht. Diese Stabkarte hält Meeresströmungen fest. Signale zur präzisen Navigation kamen schon in Zeiten vor GPS aus dem Weltraum. Und es gibt Fortbewegungsmittel, die vermutlich über Jahrtausende kaum verändert wurden, weil sie nicht zu verbessern waren. Das ist ein Auslegerboot von den Santa Cruz-Inseln. Es war ein Boot für Handelsfahrten. Was sofort ins Auge sticht, ist das Segel, das die Form einer Krebsschere hat. Es gab Versuche im Windkanal, bei denen Schifffahrtsingenieure herausgefunden haben, dass es unglaublich effizient ist, dass man damit viel besser segeln kann als mit einem zum Beispiel dreieckigen Segel der gleichen Größe. Die Bewohner der Santa Cruz-Inseln waren dafür bekannt, dass sie sehr gute Navigatoren waren. Das ist ja ein immenser Raum, der vor einigen tausend Jahren besiedelt wurde und auch nur besiedelt werden konnte aufgrund dieser Boote, aber auch aufgrund dieser Navigationskenntnisse. Das Meer trennt nicht diese Inseln, sondern das Meer verbindet diese Inseln. Über Jahrzehnte bereiste der frühere stellvertretende Direktor des Ethnologischen Museums diesen Kulturraum. Seine 16mm Filmkamera immer dabei. Gerd Koch dokumentierte mit ihr Kulturtechniken, die es heute vielerorts nicht mehr gibt, wie den Bootsbau und eine der letzten Fahrten des Santa Cruz-Bootes, das er für die Sammlung in Berlin erwarb. Die Polynesier teilten ihr geheimes Wissen mit ihm. Über ihre Navigationskünste schrieb Gerd Koch. Kündigte das Verhalten der Seesterne durch das Verlassen ihres Unterschlupfs eine Gutwetterperiode an, begannen die Polynesier ihre Fernfahrten in den letzten Tagesstunden. Sie hatten beobachtet, an welchem Punkt des Horizonts bestimmte Sterne aufgingen, über welche Inseln sie hinwegzogen, und sie wussten, dass bestimmte Gestirne einander auf einem imaginären Pfad am Himmelsgewölbe folgten. Sie nahmen Kurs nach dem aufgehenden Leitstern für die anzusteuernde Insel auf. War er zu hoch gestiegen, so richtete man sich nach dem nächstfolgenden auf dem Sternpfad. Die Polynesier waren die besten Seefahrer der Geschichte. Durch genaue Beobachtung der Natur und im Einklang mit ihren Gesetzen.
Etwas andere Navigationskünste erfordert der Umzug der Südseeboote vom Ethnologischen Museum in Berlin-Dahlem ins Humboldt-Forum im Zentrum von Berlin. Dies ist die wohl letzte Fahrt des Santa Cruz-Bootes. Vor der Eröffnung des Humboldt-Forums wird auch im Museum für Asiatische Kunst der Umzug ins Berliner Schloss vorbereitet. Mitten im Museum steht eine Höhle mit etwa 1.500 Jahre alten buddhistischen Wandmalereien. Das Spezielle und Einmalige ist natürlich, dass die Höhle der ringtragenden Tauben, wie sie genannt wird, die einzige buddhistische Kulthöhle ist, die heute außerhalb Chinas in einem Museum zu sehen ist, weltweit. Aber wie kommt diese Höhle aus China nach Berlin? Deutsche Forscher brachten einen Großteil ihrer Wandmalereien Anfang des 20. Jahrhunderts von Expeditionen an die nördliche Seidenstraße mit, sodass sie mit einigen Ergänzungen vollständig wieder aufgebaut werden konnte. Wie ein dreidimensionales Puzzle ist die Höhle aus einzelnen Platten zusammengesetzt. Im Humboldt-Forum zeugt sie vom globalen kulturellen Austausch. Das ist ja das Spannende, warum die Forscher im 19. Jahrhundert in diese Richtung aufgebrochen sind, weil sie zeigen wollten, dass es dort einen Clash of Cultures gab. Der Buddhismus aus Indien, chinesische Kunst und auch der Hellenismus. Und das sieht man an den meisterhaft gestalteten Figuren, die den Schwung von hellenistischen Skulpturen teilweise haben. In der Hoffnung, Verbindungen zwischen den antiken europäischen und den alten asiatischen Kulturen, möglicherweise auch zwischen dem Christentum und dem Buddhismus zu finden, brechen zwischen 1902 und 1914 vier Expeditionen nach Nordwestchina auf. In Kisil stoßen die Forscher auf 236 buddhistische Höhlen mit einzigartigen Wandgemälden. Vergessen und halb verfallen. Erdbeben erschüttern die brüchigen Sandsteinhänge, die Gesichter der buddhistischen Porträts von Andersgläubigen zerkratzt. Wie soll der Expeditionsleiter Albert Grünwedel mit diesem bedrohten kulturellen Schatz umgehen? Die Forscher fassen den Entschluss zur Abnahme ausgewählter Wandgemälde. Ein weiterer Schritt zur Zerstörung der Höhlen oder Rettung für ihre Gemälde. In jedem Fall ein Erbe, das heute Sensibilität erfordert. 根据现在收到的天气预报，库车的地面温度为15摄氏度，无湿酒，华氏度。谢谢。Ladies and gentlemen, our aircraft is ready to arrive in Kuchu Airport at 2:35 p.m. 。Auf den Spuren Grünwedels macht sich 2017 erneut eine Forschungsexpedition in die abgelegene chinesische Provinz Xinjiang auf. Lassen sich hier noch neue wissenschaftliche Erkenntnisse für die Ausstellung der Zentralasiatischen Sammlung im Humboldt-Forum gewinnen? Die erste Begegnung mit diesen Höhlen in der Ausstellung in Berlin hat das Leben der Kuratorin Lilla Russell-Smith verändert. Als ich zuerst in West-Berlin war, 1987, habe ich westliche Kunstgeschichte studiert in Ungarn, da ich gebürtige Ungarin bin. Ich wusste dann noch nichts von Zentralasien und die Ausstellung war so korridorartig wie eine Reise auf der Seidenstraße organisiert. Und plötzlich kam diese Höhle als große Überraschung. Ich glaube, das hat wirklich dazu auch beigetragen, dass ich mich dann entschlossen habe, meine Richtung zu wechseln und in diese Richtung weiter zu forschen. Musik.
jetzt haben wir geschafft. Die Farben. Am Ziel. Die Höhle der ringtragenden Tauben in Kisiel mit den dort verbliebenen Wandgemälden. Die Ruhe, die diese Malereien ausstrahlen, das kann jeder spüren, jeder Besucher, auch ohne die genaue Bedeutung zu erkennen. Diese Ornamentierung hier, sind, siehst du das hier zum Beispiel? Ja, ja. Auf diesem riesigen Bild, die dann hier sozusagen so eine Details ausarbeiten. Ja, das ist ja auch mit den Gesichtern gewesen. Ja. Hier auch die Hände, ja. Diese 1500 Jahre alten Bilder der Kulthöhle erzählen von den Wundertaten Buddhas, der die Menschen lehrt, wie sie das Leiden der Welt im Nirvana überwinden könnten. Die Gläubigen hatten Fackeln und dann kommen sie in diese dunkle Höhle rein und die Fackeln bewegen sich. Diese wunderbare leuchtende Farben, damals noch mit Gold, das muss doch wirklich ein sehr, sehr tolles Erlebnis gewesen sein für diese Gläubigen, die diesen sehr weiten Weg auch dorthin geschafft haben. Ihre spirituelle Aura hat die Höhle bis heute trotz aller Zerstörungen bewahrt. Doch kann sie auch den aktuellen Bedrohungen trotzen? Der Felsen, ja, Holger? Ja. Der Felsen hat eine Feuchtigkeit von 64% und die Wandmalerei knapp 50%. Das ist 15% Unterschied, Feuchtigkeitsunterschied. Ja, das ist, da braucht man sich nicht zu wundern, dass sich das löst. Ne? Ja, und dass die Salze transportiert werden, vor allem. Ja. Hier, also das sind schon dramatische Zustände. Ne? Ja. Oh, es ist mir gut, wenn man da. Da, und die Ecke dort. Hier, guck mal, da brauchst du nicht mal gegenhalten. Hier fällt es ab, hier fällt es ab, hier. Das bricht hier, das bricht raus. Ah, ja, da das schlimmste, die schlimmste Stelle ist die da oben. So. Zentrum der Höhle war die Kultbildnische mit der Buddha-Figur. Doch wie hat sie ausgesehen? Keine einzige Skulptur ist erhalten. Und hier sind interessanterweise die Löcher in den Seiten. Und ist doch kein Zufall, dass wir die hier haben. Wisst ihr, was jetzt sein kann? Dass es vielleicht Holzskulpturen auch sein könnten, die man dann rausnehmen könnte. Dass die vielleicht einen Nimbus dahinter haben. Ja, das Holz. Holz. Nimbus. Das würde ja bedeuten, dass die Malerei auch nur bis zu dieser Stelle geht. Braucht dahinter nicht sein. Genau so ist es. Haben wir dahinter irgendeinen? Nee, haben wir auch keinen Rest? Nein. Hier war noch nie was auf der Wand. Das ist der Beweis. Genau, das ist bis hierher ging der Nimbus. Hier war also eine Scheibe drin, ganz recht. Es lässt sich kaum was anderes denken, als dass das ein Heiligenschein war, der auch bemalt war bestimmt. Gibt es sowas? Haben wir sowas im Museum geschrieben? Wir haben ein etwas kleineres, aber noch das Ganze. Das ist ja sensationell. Keine andere Sammlung hat ein Holznimbus, so wie dieser. Wir wissen, dass das aus Kisiel ist. Auch wenn vielleicht dieser jetzt nicht genau aus dieser Höhle kommt, ist das sehr interessant. Und wir können halt auch noch überlegen, das in der Höhle im Humboldt-Forum zu zeigen. Die Forschungsreise nach China hat völlig neue Erkenntnisse für die Rekonstruktion der Höhle der ringtragenden Tauben erbracht. Und eine Kooperation zwischen deutschen und chinesischen Restauratoren begründet, zur bestmöglichen Erhaltung der Kunstwerke hier wie dort. Deren Erforschung ist noch lange nicht abgeschlossen. Wie hältst du's mit der Religion? Die berühmte Gretchenfrage aus Goethes Tragödie Faust. Die Antworten mögen unterschiedlich ausfallen, doch beschäftigt haben sie Menschen zu allen Zeiten. Es gibt in der Geschichte der Menschheit keine Kultur, die keinen spirituellen Kult entwickelt hätte. Wohl, weil diese Fragen uns alle beschäftigen. Wer hat unsere Welt geschaffen? Gibt es einen Gott? Müssen wir den Tod fürchten? Und was kommt danach?
Das christliche Weltbild verspricht Auferstehung und Paradies. Den Weg dorthin beschreibt ein mittelalterlicher Reisebericht aus dem Jenseits. Die göttliche Komödie des italienischen Dichters Dante Alighieri. Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren, steht laut Dante am Eingangstor der Hölle. Eine dramatische Vorlage für den vielleicht ersten Comic der Kunstgeschichte. Rund 500 Jahre alt, aus der Feder Sandro Botticellis. Jenseits-Krimi fasziniert auch Reinhard Kleist, einer von Deutschlands renommiertesten Autoren von Graphic Novels. Wenn ich mich mit Geschichten erzählen, im visuellen Bereich beschäftige, dann interessiert mich natürlich, wie haben Künstler das vor mir gelöst. Da gibt es halt die Beispiele wie Höhlenmalerei, die ja so ganz früheste Form des visuellen Geschichtenerzählens sind. Die haben ja auch ohne Worte gearbeitet und welche Methoden haben die da angewandt? Genauso bei Botticelli, der hat ja diesen Text nicht nur illustriert, sondern der hat ja mit seinen Illustrationen auch dafür gesorgt, dass man das quasi ohne den Text verstehen kann. Der ursprünglich 100 Zeichnungen Botticellis zur göttlichen Komödie liegen heute im Berliner Kupferstichkabinett. Eine Dauerausstellung gibt es nicht. Wer in Botticellis Höllenschlund hinabsteigen will, benötigt ein besonderes Forschungsinteresse, damit sich diese Mappen öffnen. Geführt vom Dichterfürsten Vergil, durchwandert Dante die 9 Kreise der Hölle und den tiefsten Abgrund der menschlichen Ängste. Die beiden Hauptfiguren, Vergil und der junge Dante, der Ich-Erzähler, hinter dem Vergil immer ein bisschen, Vergil ist der Führer durch diese Unterwelt, der Dante versteckt sich ein bisschen hinter ihm, schützt sich auch hinter ihm, treffen auf Personen unterwegs, die in der Hölle schmoren. Hier sind die Kuppler und die Huren, eine schlimme Pein, die sitzen in einem Kotfluss voller Dreck und Abwasser und schuppen sich nicht diesen Dreck aus den Haaren. Und es ist Dante, der in einer Situation hier unten wieder mit jemand spricht und ihn fragt, was habt ihr gemacht? Das hier, das ist ja fast wie so eine Animation, wie die da runtergehen, wie so ein Storyboard. Genauso ist es. Muss ich mal mit der Lupe angucken. Ja. Das ist echt wunderschön. Da hält er sich die Augen zu. Wie er immer diese Figuren öfters auftauchen lässt im Bild, aber immer variiert, sie sind immer in Aktion, sie haben immer auch unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Also auf einem Blatt werden mehrere Punkte aus einer Geschichte, mehrere Episoden, die Dante in einem Kanto hat, vom Anfang, von der ersten Zeile des Kantos sozusagen bis zur letzten, nach und nach erzählt und hier dargestellt. Das ist so eine Erzählweise, die viele zeitgenössische Zeichner, also moderne Zeichner, auch wieder benutzen und dadurch eine Bewegung simulieren. Ich mag so dieses mit der Komposition, dass das Auge vom Leser halt wirklich hier so über die Seite drüber geführt wird. Das ist ja auch was man in der Comicsprache mit der Anordnung der Bilder auch immer erreichen muss und dass der Leser die Geschichte in der richtigen Reihenfolge liest und nicht da durcheinander kommt. Es ist eine 1:1 Übersetzung auch der literarischen Struktur in eine bildliche. Das ist was ganz Besonderes. Hat es vorher und nachher nicht gegeben. Was war die erste Frage, die Sie sich heute Morgen gestellt haben? Was mag die letzte Frage sein, die Sie heute vor dem Einschlafen bewegt? Was ist der Sinn des Lebens? Oder habe ich den Wecker gestellt? Welche Frage es auch sein mag, die Schatzkammer Berlin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hält manch überraschende Antwort bereit.